die Domus Aurea. Tief unter jahrhundertealtem Schutt und dem Hass Roms auf Nero liegt die Domus Aurea, das Goldene Haus. Es war einst ein riesiger Palast in Rom, den der römische Kaiser Nero nach dem Brand der Stadt 64 nach Christus auf dem Gelände eines früheren Palastes erbauen ließ. Er glich eher einem Landgut als einem Palast. Die Domus Aurea umfasste nicht nur die Palastanlage mit mehr als 300 Räumen, die vor allem für Feste und Feierlichkeiten genutzt wurden. Die dazugehörenden Park- und Gartenanlagen umfassten große Teile des Palatins, das Tal, in dem heute das Kolosseum steht, und Teile der umliegenden Hügel. Sueton beschreibt im Jahre 31 den Palast in seiner Biografie Neros. In der Eingangshalle des Hauses hatte eine 120 Fuß hohe Kolossalstatue mit dem Porträt Neros Platz. Die ganze Anlage war so groß, dass sie drei Portiken von einer Meile Länge und einen künstlichen See umfasste, der fast ein Meer war, umgeben von Häusern so groß wie Städte. Dazu kamen Villen mit Feldern, Weinbergen und Weiden, Wälder voller wilder und zahmer Tiere aller Arten.